Es hat gereicht. Euch ist jetzt ein bisschen warm, Entschuldigung bitte. Alles gut. Aber wir können uns ja glücklicherweise heilen. I needed that. Dann gucken wir in die Truhe. Gucken wir mal rein. Abgenutzte Stoffkappe, ein Wasserzauberstab, aber die sind nicht identifiziert, dummerweise. Wir brauchen so eine blöde Lupe. Ich glaube, das ist das nächste, das, was wir jetzt machen sollten, oder? Ich glaube auch, ja. Dann lass uns, ich glaube, hier ging's lang, ne? Ganz kurz, ich muss sie heilen. Passt. Einfach damit wir hier, ne? Dann hier lang. Ah ja, genau, hier lang. Darunter, oder? Ja, perfekt, perfekt. Wo kommen wir dann? Ja, ist egal. Wir können beide hier laufen. Ach, da ist die Tür. Ich hab... Genau. Good look out there, Hunter. Evil lurks beyond Sarseal's ramparts. Ernsthaft. Muss aufmachen. Okay, was hast du denn zum Handeln? Vielleicht gibst du mir erstmal die Sachen zum Oh, warte mal. Ich hab dir eigentlich immer alles gegeben. Wir können gleich nochmal durchgucken. Hier drüben ist übrigens... Hier habe ich noch was gefunden. Können wir einen Eimer Wasser mitnehmen? Warte mal. Wasser habe ich auch. Ich habe einen Eimer Wasser gecraftet. Ah, das ist eine Zutat für irgendwas, okay. Ich habe hier halt noch Bücher. Die Frage ist... Ja. Verkaufen? Weiß ich nicht. Ich würde sie verkaufen, glaube ich, langsam. Ich glaube, ich auch. Guck mal, durchsuch mal gerade deine Sachen. Ich will mal ganz kurz auf den Markt. Ich will gucken, wo wir diese blöden Dings finden. Lupe finden. Ich komme mit. Also, weil dann handeln wir. Käsehändler. Wir hatten nix. Jetzt können wir auch noch bei Ahu vorstellen, dass der noch einer. Ja, also sicher hat nicht. Ein Schmiedehammer. Ringbausatz. Leere Büchse. Ah, sie hat Lupen. Zwei Stück. Kosten 250. Also zwei Lupen auf einmal. Ne? Aber das ist ja nicht wild. Wir bekommen ja ein paar Sachen. Ich verkaufe mal ein paar Sachen und kaufe die, ne? Mhm. Du hast noch einen Ast für mich? Okay. Irgendwann auch verkaufen, nehme ich an. Ich habe meinen Feuerstab zweimal. Ich glaube, ich brauche den nicht zweimal, oder? Nö, nö. Dann nehme ich den frischeren und den hier kannst du dann auch verkaufen. Sehr schön. Ah, wir haben so einige Sachen. Und du hast zwei Handschwert. Du hast noch eine alte Stoffkappe. Hast du, ne? Ja, ich habe eine Stoffkappe, genau. Ich habe dir alles schon gegeben, was ich nicht mehr brauche. Feldschlag. Ich muss hier echt erstmal einmal... Werdorter. Das kannst du auch verkaufen. Was kannst du verkaufen? Ein Schädel. Weizen. Ah, wir haben einen Kochtopf. Okay, da können wir auch noch einiges machen, ne? Und hier habe ich noch Blümchen. Okay, Moment. Ich mache jetzt erstmal den Handel hier. So. Oh, es gibt neue Zauber. Oder was? Oh, eine Scholle essen führt zu Heilung. Ja. Da haben wir auch noch so die ein oder andere Zauberei. Also, Moment mal. Ich gebe dir jetzt erstmal die Lupen.
Also zum, nicht Madara, sondern wie heißt sie nochmal? Bärdaughter. Bärdaughter. Wo sind denn die Lupen hin? Bin ich blind? Ach da. Bärdaughter. Und jetzt gucken wir mal, was wollen wir als erstes machen? Was wollen wir uns als erstes angucken? Was hast du denn? Ich habe 3 Ringe. Ich habe eine Kappe, ich habe eine Rüstung, ich habe einen Wasserzauberstab, einen Quanga. Oh, Moment, ich glaube, das wird das teuerste sein. Das hier, weil ich wegen den Farben. Seltenheit, ja. Ne? Soll ich den identifizieren? Mach das mal. Was ist es geworden? Ein Einhanddolch. Mhm. 19 bis 31 Stichschaden. Oh, da ist der, den ich habe, besser. Aber dann können wir den verkaufen. Kannst du den mir gerade geben? Ich gebe dir jetzt mal den... Den Wasserstab? 20... Guck mal, was für ein krasser Dolch. 20%ige Wahrscheinlichkeit für 2... Runden den verlangsamt hervorzurufen und Wahrscheinlichkeit von 10% Niederschlagen dazu zu holen. Oh, dann ist der ja, nee, dann ist der viel besser als das, was ich hab. Wo steht das denn? Gib mir den mal bitte zu. Das steht alles dabei. Spezial. Okay, weil der hier, das alte Faustmesser, hat kein Spezial. Dann kannst du das hier verkaufen. Okay. Okay. Soll ich den Stab identifizieren, ja? Würde ich mal sagen, das wäre was für dich. Damit ich vielleicht wechseln kann zwischen der hat. Okay, Wasserschaden, 15% Wahrscheinlichkeit für 2 Runden den Status verstummt hervorzurufen. Oh geil, dann können die nicht mehr zaubern, das ist gar nicht mal so schlecht. Und bewährt den Zauber Eissplitter. Den gebe ich mal ihr. Weil wenn wir dann Feuerviecher haben, dann würde ich meinen Stab immer wechseln, wenn wir das schon sehen. Weißt du was? Hä, warte, ich habe immer noch... Ich habe immer noch 2 Lupen. Ah, okay, gut, dann kannst du ja alles identifizieren. Ja, okay, geil, dann machen wir das. Dann hätte ich nur eine kaufen sollen. Ach, ich gebe jetzt der meiner nochmal hier. Ria kriegt jetzt auch nochmal eine Lupe. Warte mal. Ich habe eine Idee. Du hast doch diesen Wasserzauberstab. Ist er zweihändig? Gib mir ein Sekündchen. Der... Einhand. Den brauche ich. Weil ich bin eh Wassermagier und der Vorteil ist, ich kann dann wechseln auf Fernkampf. Bitteschön. Danke. Hätte ich Eissplitter nicht lernen. Nein! Oh mein Gott! Ich habe die Fähigkeit, Eissplitter! Ich bin Hydrosoph, stimmt! Manchmal, gell? Oha. Der geht mir jetzt da. Okay, darf ich? Super gerne. Ich habe einen Ring zu bieten. 8% luftresistent und 8% giftresistent. Wer will? Könnte für mich gut sein. Dann habe ich 1% plus 1 Taschendiebstahl und plus 0,35 Bewegung einen Ring. Das wäre für Bärdaughter. Ja, gell? Hätte ich jetzt auch gesagt. Kriegt sie? Und dann habe ich einen Ring plus 9 Luftresistenz und plus 1 Taschendiebstahl. Das war eigentlich auch Bärdot. Ich glaube, sie kann auch 2 tragen, ne? Ja, dann kriegt sie 2 Ringe. Dann habe ich eine feine Kettenrüstung des Läufers. 40 Rüstungswert, plus 0,1 Bewegung und plus 10 Lebenspunkte. Das wäre, glaube ich, ich, weil ich der Verteidiger bin, ne? Oder für die, hier, Medora vielleicht. Was meinst du? Gib's einfach mal meinem Teil. Ich guck gleich mal drüber. Und dann habe ich den Stab. Was für ein Stab? Schille. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Das hier Döns, ja. Wasserschaden. Mhm. 15%ige Wahrscheinlichkeit für 2 Runden unterkühlt hervorzurufen und für 3 Runden verkrüppelt hervorzurufen. Zweihandstab? Einhandstab. Oh.
Hat Wuchtschaden. Kannst du mir das auch gerade nochmal rüber? Einfach nur damit. Oder ist das ein Zauberstab? Weil vielleicht wäre der auch für meine was. Ich glaube, das ist kein Zauberstab. Der macht 4-6 Wasserschaden. Guck's mal an. Okay, Moment. Wucht. Achso, das ist ein, das ist eine Einhandwaffe, die neben normalem Schaden Wasserschaden macht. Okay. Die ist besser als mein Totschläger? Okay, gut, dann würde ich die beiden Sachen nehmen, glaube ich. Perfekt. Und ich brauche irgendwann nochmal einen Zauberstab mit Wasser oder so. Ich habe noch was zum Heraussuchen. Die Kappe? Ja. Die hat 11% Rüstungswert, plus 1 Führung und plus 10 LP. Das wäre... Wie viel Rüstung hat die? 11. Hm. Ich tanke halt am meisten, ne? Und die hat Leben, ja. Das wäre genau meins eigentlich. Ja, dann gib mir aber deine alte, okay? Also, ja. Leer dort für deine alte. Ja. Weil Bärdotter hat noch gar keine. Kriegt jetzt auch eine. Okay? Ja. Also, nice. Ich zerbreche mir gerade den Kopf wegen dieser... Nee, ich gebe sie Medora. Medora wird die Rüstung besser brauchen als ich. Mehr brauchen als ich. Okay. Ja. Nur, dass du weißt, meine beiden Chars haben jetzt jeweils eine Lupe. Also beide können identifizieren. Oh. Sehr gut. Ich hab noch was für Bärdotter. Vielleicht ist das was für sie. Ja, damit. Oh, Medoras Rüstung. Genau. Haha, meine ist besser. Ich habe 32 Rüstungswert. Okay, gut. Und erfordert Stärke 6. Das hat meine nicht. Glaube ich. Nee. Ich glaube, die kannst du dann eher verkaufen, leider. Ja, dann gibst du mir gerade drüber. Ich oh, bin du kannst die kombinieren. Echt? Mit was? Ich will nicht draufdrücken, nicht, dass dann was passiert. Mach einfach. Ich wähle zwei Zutaten aus. Ich kann ein Feuer... Eine Feuersturmgranate? Ich habe keine Ahnung, was ich da draufziehen kann. Na, kombinieren ist ja grundsätzlich, du kannst Sachen miteinander verbinden und dann kriegst du was Neues. Also das ist dieses Handwerken, was du dann machen kannst. Ich kann alles da reinziehen. Ich kann da eine Seuchengranate reinziehen. Ja, und die kannst du verbessern. Ich glaube, das kannst du zum Beispiel mit einem Pfeil zusammentun. Und dann hast du, ja. Ah. Rezepte. Oh Gott. Okay. Warte. Kann ich denn nicht theoretisch meinen Bogen mit irgendwas kombinieren, um den besser zu machen? Musst du gucken, das kann ich dir so nicht sagen. Ich will halt nichts verschwenden. Ich habe zum Beispiel eine Eisgranate. Probier's ich aus. Könnte. Sicher, aber wenn ich die Granate dann warte, verliere... Warte. Dann machen wir Folgendes. Ich speichere einmal und dann kannst du es machen. So. Genau. Hast du? Ja. Dann probiere ich mal meinen Bogen mit der Eisgranate zu kombinieren. Oder Feuer, was meinst du? Mach mal Feuer. Feuer ist immer ganz gut. Aber ich habe halt viel Feuer. Eis haben wir wenig. Ich würde einfrieren probieren. Das brauchen wir gerade mehr, oder? Was sagst du? Brennt oder eingefroren? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob überhaupt das überhaupt was bringt, ne? Oder überhaupt funktioniert. Ja, eben. Ich probiere meine Feuergranate. Geht das? Ungültige Kombination. Okay, gut, das hat sich erledigt. Ist die verloren gegangen, die Sache? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, das wollte ich nämlich ausprobieren. Okay, sehr gut. Okay. Und ich kann dir nochmal Medoras Rüstung geben.
Da, die kannst du verkaufen. Okay, sehr gut. So. Ach so, weißt du, warum ich dir die Rüstung gegeben habe? Die Rüstung hat plus 1 Initiative, das heißt, sie greift früher an. Das hat meine auch, meine filigrane Lederrüstung. Okay, gut. Dann brauchst du niemand. Gut, dann ist okay. Doch, das wäre halt was vielleicht für die Magierin, also für meine Magierin, aber die hat die Stärke nicht. Na, okay, gut. Nee, dann nevermind, dann ist okay. Ja. Obwohl, vielleicht wäre das was für meine, was meinst du? Ich glaube, wir werden Besseres finden für dich, dein Char. Ja. Das glaube ich auch. Jetzt habe ich eine... Ah, okay. Du kannst auch Gegenstände einfach von den Händlern hier untersuchen lassen, übrigens. Die Händler machen das besser. Ich habe jetzt so eine andere Frage. Madora hat noch keine Fähigkeit. Es gibt hier so ein paar Sachen. Also sie könnte schockierende Berührung machen. Ne? Also das wäre dann Strom. Sie könnte Statuseffekte wie Versteinern verlangsamt betäubt aufheben. Sie könnte aber auch zum Beispiel mit einem Donnersprung Leute betäuben. Sie könnte sich unsichtbar machen sogar. Sie könnte... Donnersprung klingt passend für sie. Statuseffekte. Ja, warte, lass mich doch vielleicht mal vorlesen. Es sind ja noch ein paar Zauber. Dann gibt es Kopfschraube. Das ist, keine Ahnung, da geblendet bekommst du dann. Mhm. Plus eben Schaden. Sturmavatar, das ist die Rüstung. Eiseskälte, dann frierst du die Leute ein. Und dann gibt es Blitz, das verursacht einfach Luftschaden. Okay. Also ich finde das mit dem Niederschlagen am besten für sie geeignet. Und das mit Statuseffekte aufheben, das finde ich auch gut, aber ich finde, das sollte vielleicht einen von meinen machen. Ich überlege auch, vielleicht gebe ich ihr tatsächlich den Donnersprung. Ja. Er kostet auch nicht so viel. Brauchen wir noch irgendwas? Wir müssten dann gleich nochmal verzaubern für euch gucken. Genau. Ich verkaufe mal das Essen irgendwie. Dann gebe ich dir noch kurz was, die kannst du auch verkaufen. Ja, weil irgendwie wir benutzen das nicht und... Eine Birne und einmal Wasser kannst du noch verkaufen. Und heilen können wir uns ja glücklicherweise. Und eine Scholle. Jo, alles her damit. Okay. Und der Orden der Quelle brauche ich auch nicht als Zauber. So. Jetzt. Ach, du hast nur die Scholle und so jetzt. Also die kommen jetzt erst bei mir ins Inventar. So. So, dann. Wir haben nämlich noch ein bisschen Geld. Ich habe auch noch so 150 knapp. So, Madora hat jetzt die Fähigkeit erstmal bekommen. Das ist Donnersprung. So, jetzt kann sie ein bisschen mehr machen als nur angreifen, sondern kann vielleicht auch mal auf Entfernung was machen. Also sie hat eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, betäubt hervorzurufen, weil sie nicht so viel Intelligenz hat. Aber 30%, wenn es regnet, super. Mhm. So, übrigens, zieh dir mal das Amulett an. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich konnte es mir anziehen. Ich habe es mir jetzt auch angezogen. Sehr gut. Ich glaube, das bringt aber gar nichts. Ich glaube, das können wir eher verkaufen. Ich kann es nicht verkaufen, das ist lustiger dran. Ah, okay, gut. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Tagebücher und so. Möchtest du vielleicht noch einen Zauber oder sowas kaufen? Ja. Ich würde gern gucken. Okay. Willst du bei ihr gucken oder willst du bei dem Feuertypi gucken? Übrigens, du hast noch 2 Fähigkeitenpunkte. Hä? Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir den ein bisschen liegen lassen, weil ich würde dann vielleicht auch... Aber kannst du nicht noch was anderes machen? Kannst du nicht sowas wie Talente lernen? Warte mal ganz kurz, lass mich doch erstmal gucken. Ja, ja.
Ich geh mal zu der Hexerei. Ich brauche mal gucken, was sie so hat.